Böhler. Wo? Tag, Alwin. Tag, Frau Metzner. So, will er mal Besuch machen? Na ja, zu Vater in die Klinik. Ja. Tag, Johann. Tag. Und du? Oh, mal nach dem rechten Schau auf den Neubau vom Kretschmer. Du, pass mal auf. Wir sind doch alte Freunde, nicht wahr? Aber man sagt ja, in Gelsacher gibt's keine Freundschaft. Warum zahlst du dir die Schulden nicht? Naja, also, ich hab Außenstände, nicht? Sowas kann ja mal vorkommen. Mensch, Alwin, 23.000 Mark bekomme ich noch von dir. Ich stecke da drin in den Anbau. Hättest du wenigstens mal die Hälfte überwiesen. Naja, also ich kann dir ja, 2.000 kann ich dir überweisen am Montag. 2.000? 2.000 lange nicht. Du, apropos, ich hab zufällig der Altmüller getroffen. Da stehst du ja auch noch mit 5.000 in der Kreide. Richtig übernommen, sag mal. Aber was hast du übernommen? Ich hab eine Nachzahlung vom Finanzamt, die ist mir dazwischen gekommen, nicht? Da kann denn den Vater nicht mal ich bringen, da? Also, der hat mir doch schon ein paar Mal ausgeholfen. Also, damit kann ich ihm nicht mehr kommen. Aber ich habe ja einen Großauftrag in der Apartmentsiedlung. So gut wie sicher in der Tasche. Also, da kommt ja wieder Geld in die Kasse. Hoffe was. Ich muss sonst nur den Gerichtsvollzieher abwickeln, Alwin. So leid's mir tät, ich muss meine Arbeiter zahlen. Also, mach's gut. Ja, ja. Du auch. Ja. Ich habe alles gehört. Dann ist ja gut. Du weißt ja Bescheid. Mehr als arbeiten kann ich auch nicht. Muss ich eben Angelika entlassen und du stellst dich wieder in den Laden. Alter, du spinnst wohl. Bevor sich das auswirkt, bist du doch längst bankrott. Nicht, wenn wir den kleinen Wagen verkaufen. Du sprichst nicht zufällig von dem Auto, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Doch, davon spreche ich. Meine Pelzmäntel sind für die aber noch sicher? Man wüsste, dass Vater, ich meine, wenn man wüsste, dass er nicht wieder nach Hause kommt, dann könnten wir die Mansarde vermieten. Alfie, in den letzten 3 bis 4 Jahren war er zwar mehr in der Klinik als zu Hause, aber heimgekommen ist er doch bisher immer noch. Diesmal sieht es nicht so aus. Komm, unterschätzt die Ärzte nicht. Dieser ganze technische Gerätepark, der kostet ja Unsummen. Der muss sich doch auch amortisieren. Das ist nicht anders als in deinem Laden, nur bei denen klappt's. Ach, hier nicht. Auf. Du redest und redest, ja. Aber wir können das alles doch gar nicht beurteilen. Aber beurteilen können wir, dass diese ganze Intensivpflege deinen Vater in den letzten Jahren Unsummen gekostet hat, weil er nicht genügend krankenversichert ist, weil er ja unbedingt auch noch erster Klasse liegen muss. Und geht's ihm deshalb besser? Nein, schlechter. Aber ich kann doch ein Menschenleben, schon gar nicht das meines Vaters. Das kann ich doch nicht nach dem Gesichtspunkt der Rentabilität. Außerdem ist es sein Geld. Früher sind die Menschen still und friedlich gestorben, wenn sie hochbetagt und todkrank waren. Heute verdienen sich die Ärzte und die Pharmaindustrie erstmal dumm und dämlich, bevor sie einen abtreten lassen. Es ist sein Geld. Noch, mein Schatz. Noch. Was willst du machen, wenn sein letzter Groschen aufgebraucht ist? Dann sind wir doch dran. Was willst du dann Böhler und den anderen Gläubigern sagen? Tut mir leid, ich kann im Moment beim besten Willen nicht bezahlen. Ich finanziere im Augenblick die Krankheit meines Vaters. Hör jetzt auf, ja. Oder willst du solche Gedanken noch im Kopf haben, wenn wir an sein Bett treten? Ach, da seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr kommt nicht, weil heute doch verkaufsoffener Samstag ist. Der ist immer am ersten Samstag im Monat. Wahnsinn. Das hab ich verbeten. Wir haben dir ein bisschen frisches Obst.